Morgen, Joko und Klaas. Vor euch liegt Seven Island. Ein verlassener Ort, voller dunkler Geheimnisse und Gefahren. Nur ganz mutige Menschen haben diese Insel betreten und auch wieder lebend verlassen. Ei, ei, ei. Dort wartet allerdings eure heutige Aufgabe auf euch. Begebt euch dafür auf die Suche nach dem verborgenen Tempel von Pro7. Dort erhaltet ihr weitere Instruktionen. Lass uns einfach das Beste hoffen. So, wir müssen runter. Wow. Okay, wow, ist das einsam hier. Hier kommt der Spa-Bereich hin. Okay. Guck mal, hier ist FKK. Hier ist FKK. Komm, ich zieh mich aus. Ja, ihr könnt nichts machen, ihr seid im FKK-Bereich. Ihr seid bei uns zu Gast, bei uns Nackten seid ihr zu Gast. Nicht wir bei euch. Bei uns Nackten seid ihr. Hier habt ihr das zu akzeptieren. Okay, Leute, los geht's. Dann müssen wir diese Angelsachen jetzt die ganze Zeit anhaben. Kann ich die ausziehen? Ja, mach. Kommt denn dieser scheiß Tempel? Ich weiß es nicht. So, guck mal, da ist es. Ja, das ist es. Das ist der geheimnisvolle Tempel. Tatsächlich. Ah ja. Das ist ein uraltes Gartenhäuschen, das ist doch kein geheimnisvoller Tempel. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Kassettenrekorder. In dieser heiligen Stätte befinden sich die sterblichen Überreste des Gründungsvaters von Pro7. Herr Pro7, der Erste. Sein Leichnam soll ab nächster Woche im Pro7-Mausoleum in Unterföhring ausgestellt werden. Da es sich um ein kulturelles Heiligtum handelt, muss er dort unversehrt eintreffen. Die Aufgabe ist bestanden, wenn seine mumifizierte Leiche unbeschadet und möglichst trocken am anderen Ufer ankommt. Die einzige Bedingung, niemand von euch dreien darf schwimmen. Bitte führt diese Aufgabe mit dem nötigen Respekt aus. Okay. Euer Herr, ja. Pro7. Gebt mal her, die Leiche. Müssen wir die jetzt da rausholen? Bevor du dich jetzt zu Zulu erschreckst, hast du schon mal eine Leiche gesehen? Nee, hab ich noch nicht. Noch nie? Nee, tatsächlich habe ich noch nie eine Leiche gesehen. Also ich habe schon sehr oft welche gesehen. Boah, hast du Leichen gesehen? Ich war Zivi. Ah, okay. Ja, hab die alle umgebracht. Gucken wir gucken das erstmal an. Mach mal auf. Geht das auf? Hast du Angst vor der Leiche? Mir ist jetzt nicht ganz wohl bei der Sache, aber. Eieiei, Oh, guck mal, da sind noch so Grabbeilagen. Ja, weil du wusstest. Hallo, ich bin Goofy. Wir müssen uns jetzt mal ernsthaft Gedanken machen, wie wir den rüberkriegen. Wir dürfen nicht schwimmen. Also meine Theorie wäre, wenn wir das irgendwie zu einem Boot umfunktioniert bekommen hier. Mhm. Weil da ist alles an Werkzeug, was man braucht. Wir könnten auch das ganze Material, was hier vorhanden ist, alles können wir eigentlich verwenden, um daraus ein Boot zu bauen. Oder einen Floß. Ah, guck mal hier. Hier sind noch ganz viele Seile und so. Also ich würde sagen, wir bauen das Ding auseinander und bauen aus dem Teil einen Floß. Okay. Und dann mit dem Floß gehen wir dann rüber auf die andere Seite und dann werden wir die Leiche da hinten im Dreck verscharren. Dreck verscharren, so wie man das macht mit Leichen. Habe ich Erfahrung. Hol mal alle langen Stöcker oder sowas. Man legt da mal die langen Latten hin. Meine Idee ist folgendermaßen. Ich würde jetzt hier aus diesem Zeug so eine Art Unterkonstruktion bauen. Mhm. Dann würde ich da diese Luftfässer da irgendwie dran machen, so. Dann machen wir da gemeinsam eine Platte drauf. Mhm. Und dann geht's los. Gut. This is my quest to follow.